falls Mansa Musa und seine Mali uns überfallen. Ich würde Asyl bitten bei Kleopatra. Ich mag sie sowieso. Ich bin ein bisschen vernarrt in sie. Sie kann mich um den Finger wickeln, wie sie will. Vielleicht kann ich sie auch um den Finger wickeln. Wenn wirklich die Mali mit Mansa Musa uns vierfach überlegen, direkt an unseren Grenzen legend uns überfallen würden, würde ich dann Benedikt II. Sagen, mit dem ich ja, ich bin ja sein Greiser, bisweilen noch weiser Berater im Palast in Addis Abeba, würde ich dann sagen, Menelik, ja, du hast einen Fehler zu viel gemacht. Der Fehler war, mir zu vertrauen. Ade, ich gehe rüber zu Kleopatra und bitte um Asyl. Wäre nicht der feinste Zug, aber ich glaube, ich könnte es eventuell machen. Ich weiß es nicht. Wir hoffen mal, dass ich nicht so tief sinke. Anders formuliert, ich hoffe mal, dass die uns nicht angreifen. Ist im Ernst, wenn die uns angreifen, kann es sein, dass es ganz kurz schnell heißt, nach ein paar Runden Game Over. Kein Scherz. Das ist ganz hoch zocken, was wir machen. Aber was ist die Alternative? Es ist ja nicht so, dass wir gar kein Militär gebaut hätten. Wir haben auf Gottheit gestartet, wir liegen himmelhoch zurück von Beginn an. Das Tempo ist auch immer noch größer, das Entwicklertempo. Bei denen das Entwicklungstempo. Mehr Startsiedler, drei Startsiedler. Einen nach dem Bau der zweiten Stadt, den zweiten, dann den dritten. Da kann man am Anfang nicht mithalten. Eine Runde weiter, immer weitermachen, bis zum Untergang, immer weitermachen. Das verletzt mich jetzt. Das trifft mich jetzt, dass meine Schwärmerei dermaßen unerwidert bleibt. Ihr seid nicht würdig, euch in unserer Präsenz zu ahlen. Eure Macht ist so zerbrechlich, wie eure Armee schwach ist, wie die historische Kleopatra, die es ja immer nur mit den reichen und mächtigen Männern gab, mit den großen Kaisern Roms oder zumindest mit dessen Feldherren. Wisst ihr, ne? Es gibt nur eine Möglichkeit, ihre Liebe zu gewinnen. Ich muss ein Schlagetod werden oder ganz viele Schlagetöter, Schlagetote anheuern. Ab jetzt, vergesst das mit den Siedlern. Vergesst alles von wegen Kultur, Glaube, Campus, heilige Stätte. Ich habe nur ein Ziel vor Augen. Ich will die Gunst von Kleopatra dadurch gewinnen, dass wir Militär raufziehen, rauf und mehr. Ab jetzt nur noch Rollenspiel. Vergesst das mit Gewinnen, Religionssieg. Nur noch Militär, damit Kleopatra mich liebt. Oder hat sie gar nicht zu mir gesprochen? Ich bin doch nur der Berater, sie hat mit dem Menelik gesprochen. Vielleicht denkt sie sogar, dass es mein Einfluss ist, ihn auf die rechte Bahn zu führen. Ich glaube, ich habe ihm doch auch immer gesagt, dem Menelik, unserem Kaiser, als Greiser und bisweilen noch weiser Berater von ihm, hör mal, mehr Militär bitte, damit Kleopatra nicht auf dich runterguckt und spuckt. Ich glaube, die meinte nicht mich, die meinte Menelik. Siedler fertig. Ich glaube, wir sollten ja so viele Siedler bauen, gut und schön, aber der eilt runter hier unten hin. Wann kommt denn endlich die Eisenverarbeitung? Warum wollten wir denn die Reiterei freischalten? Warum machen wir das Theater? Ach so, wir wollten die Reiter upgraden. Reiter bauen, Reiter bauen, Reiter bauen. Nahkampfstärke 36 durch Schwertkämpfer, 36 durch Reiter. Die wollten wir frühzeitig haben, weil wir die upgraden können zu unserer Spezialeinheit der Roma-Kavallerie ab dem Mittelalter erst. Deshalb wollten wir die frühzeitig erzeugen, um die dann gegen Barbaren aufzuleveln und dann in die Schlacht zu führen, später als Roma-Kavallerie. Im Augenblick geht es aber mehr um das nackte Überleben in diesem Moment. Wir hatten gesagt, Schwertkämpfer brauchen wir im Augenblick noch nicht, weil wir ja noch gar kein Eisenvorkommen haben. Da müssen wir erstmal den Siedler, den wir jetzt haben, wir zählen mal, den runterschicken. Der muss hierhin und hier eine Stadt gründen. Die Anzeige stimmt nicht ganz, aber so in etwa. 10 Runden könnte 11, könnten in etwa passen. 11, 12, dann noch einen Handwerker vor Ort kaufen. Runterziehen, Mine bauen, dann erst noch Eisen sammeln. Wir brauchen 20 Eisen, 10 eventuell mit einer Karte. Der kommt zu spät. Die Schwertkämpfer kommen eh zu spät. Die sind nicht, wir machen das, wir ziehen ihn runter, aber wir, dadurch, dass wir die Schwertkämpfer freischalten, haben wir die nicht.
Das dauerte zu lange. Der Weg war ein richtiger, den wir gegangen sind. Erstmal Reiter, dann weiter Richtung Eisenverarbeitung. Das ist schon okay so. Ja? Das macht schon Sinn. Und wir haben ja noch Pferde, wir haben nicht alles verscherbelt hier. Siedler fertig. Jetzt frage ich mich, hat Mansa Musa Schwertkämpfer? Wenn ja, ja, hat er Schwertkämpfer? Hat er Eisen? Autsch, er hat Eisen. Wenn er Eisen hat, hat er wahrscheinlich auch Schwertkämpfer. Es sei denn, er hinkt in der Technologie endlos weit hinterher. Wissenschaftssieg. 9 Techs haben wir erforscht. Mansa Musa 10. 3-mal so hohe Wissenschaftsrate. Boah, mir ist übel. Mir ist schlecht. Schlecht vor Schiss. Das ist nicht gut, Leute. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist sowas von uncool hier gerade. Das ist so schlecht. Und wenn wir unten die Stadt gründen, die wir gründen müssen, um Eisen zu bekommen, um uns gegen Mansa Musa verteidigen zu können, dann verärgern wir ihn noch mehr. Das ist bei ihm direkt vor der Nase. Das gibt noch mehr Groll. Dann greift er uns noch eher an. Und dann brauchen wir noch dringender das Eisen unten. Müssen die Stadt noch eher bauen, würden ihn dann noch eher... Oh Gott, mir raucht der Schädel. Das ist ein kleiner Vulkan in meinem Kopf, der explodiert gleich. Vielleicht haben wir noch eine andere Chance. Spirituellen Beistand. Wenn wir gleich eine Religion gründen, vielleicht bekommen wir einen ganz tollen Religionssatz, der uns irgendwie noch rettet. Ich weiß nicht welcher. Im Ernst, das kann wirklich, es kann sein, dass es hier ein ganz, ganz kurzes Let's Play wird. Allein schon hier, wir kommen ja gar nicht durch, das ist ja so schrecklich hier. Das ist alles so peinlich hier. Wir kommen nicht in die Pötte, Leute. Jalmar meint, WB ist defätistisch. Lieber Chippy, lieber Punisher, ihr seid die Chatmods, macht doch mal eine Abstimmung. Ist WB Pessimist A, ist er Optimist B oder ist er Realist? Schreibt das mal bitte im Chat. Macht einer von euch die Abstimmung? Pessimist, Optimist, Realist, wer macht die für mich? Chatmods, ist da jemand? Ich habe keinen Chatmod mehr. Fahnenflucht. Doch. Nein, doch. Punisher ist noch da. Dein Mikro war nur stumm geschaltet. Du hast mir den Schreck des Tages eingejagt. Ich dachte, ihr wärt schon zu Cleopatra übergelaufen, weil ihr schon wisst, das wird hier nichts mehr. Ich dachte schon... Aber nein, niemals, Baby. Du hast mir so eine Angst eingejagt. Ich dachte schon, ihr lauft jetzt zu irgendeinem anderen Streamer rüber, der vielleicht nur auf Kaiser spielt und er noch eine Zukunft hat. Gott, du darfst mir nie mehr so eine Angst einjagen. Boah. Jawohl, Baby. Hier erkunden wir die Welt im Westen. Eine Runde weiter. Es kann auch sein, je nachdem, wo und ob und wo, die Mali unter Mansa Musa uns angreifen, dass wir vielleicht ihn brauchen noch. Viktor. Steigert die Kampfstärke der Garnison in einer Stadt um 5 Kampfstärkepunkte. Wir brauchen Stadtmauern, Leute. Wir brauchen alles. Was erforschen wir denn hier? Theologie, um Tempel zu bauen, um Apostel rekrutieren zu können. Brauche ich eher die Verteidigungstaktiken, damit wir Stadtmauern schnell hochziehen können. Und dafür wiederum bräuchten wir... Ich rede die ganze Zeit davon, dass uns Mansa Musa in kurze Köpfen kann und ich weigere mich, die Stadtmauerkarte zu erforschen. Stattdessen mache ich mit euch einen auf Spiritualität nach dem Motto, wenn wir erst Tempel gebaut haben und Apostel geweiht haben, dann wird irgendwie unsere Gottheit es schon richten, uns zu schützen, egal ob wir Stadtmauern haben oder nicht. Ist das wahrer Glaube?
oder wahre Dummheit? Eine Runde weiter. Was passiert jetzt hier? Oh, die Theologie können wir rausnehmen. Wir haben ja gleich den Boost durch die Religion. Denn genau den Rest kriegen wir gleich. Danke für den Hinweis im Chat an Steinneck. Deshalb können wir jetzt mal wechseln auf die Verteidigungstaktiken hier rüber. Gott, wieder so ein Anzeigenfehler hier. Danke fürs Mitdenken an Steinneck. Eine Runde weiter. Eure Städte sind so nah, eure Truppen sind so stark, ihr macht mich nervös. Nein, wisst ihr, worüber sich Mwemba Adzinga aufregt? Über irgendeinen Scout, der bei ihm rumläuft. Was für ein Weichei ist das denn? Unfassbar. Hätte ich bloß ihn als Nachbar statt Mansa Musa. ماذا فعلتم ليأخذ الله منكم تلك المكافأة؟ عودوا إلى طريق الصواب. Boah, das war noch kein Denunzieren, es war noch kein Krieg, aber es war ein Warnschuss vor den Bug. Mansa Musa meldet sich. Was habt ihr getan, dass Gott euch seine Gabe verwehrt? Kehrt zur Rechtschaffenheit zurück. Heißt das, wir produzieren zu wenig Glauben? Oder heißt das, wir haben keine Religion? Oder heißt das, wir haben... Ich weiß es nicht. Vielleicht heißt es aber, sobald wir eine Religion haben, dass ihm das schon reicht. Normalerweise hat das was zu tun mit den Agenden. 11 Stadtstaaten haben wir drin, Rue Lepri. Mit den Agenden hat das was zu tun. Herrscher der Minen respektiert Ziffs, die viel Gold produzieren. Plünderer respektiert Ziffs, die plündern. Das hat damit. Oder hat es was mit den Eulen der Minerva zu tun? Mit seinem Geheimbund. Schwerpunkte Regierung, Handelswege und Spionage. Damit sollte es eigentlich nichts zu tun haben. Wie ist die Abstimmung ausgegangen, Panischer? Du bist Realist. Im Ernst? Typ hat gerade geschrieben, Realist gewinnt, gefolgt vom Pessimist und Optimist ist auf dem letzten Platz. Also Optimist bin ich ja, weiß Gott nicht. Realist, das macht mir nicht Mut. Also wenn ihr der Meinung gewesen seid, ich wäre Pessimist, dann wüsste ich, es ist Luft nach oben und eigentlich ist die Lage nicht so schlimm. Dass ihr aber sagt, ich bin Realist, das ist so ziemlich das Schlimmste, was bei der Abstimmung hätte passieren können. Hier brauchen wir mehr Wohnraum in Schuki. Echt? Wie schnell die Stadt wächst? Ei. Oder Schokia ist Nervennahrung. Das lassen wir alles so, wie es ist hier. Das ist gut. Mit dem ziehen wir wieder unten runter. Oder decken hier ein bisschen was auf. Und wissen, wo was ist. Hier sind überall die Zulu. Wo ist denn Opi? Wo sind die Kongolesen? War das wirklich ein Scout, der ihn aufgeschreckt hat? Das sind die Mali. Das sind die Ägypter. Das ist Kongo. Wo ist denn hier eine Einheit? Was ist denn das? Hier ist doch weit und breit keine Einheit von uns. Das ist Kongo. Der hat gesagt, der hat Angst vor unseren Einheiten. Wo ist denn hier eine Einheit? Ich sehe keine einzige. Seht ihr irgendeine... Sag mal, was hat der Typ? Hat der Angst vor dem Scout, der im Norden ist? Wovor hat der Angst? Das ist mir so ein Rätsel gerade. Können wir hier unten noch siedeln? Ja, können wir. Ja, das heißt, wenn er uns angreift, dann wahrscheinlich hier rüber. Gut zu wissen.
Und jetzt, Leute. Erstmal die anderen. Das Schönste am Schluss, das Leckerste bleibt am Ende auf dem Tellerlein übrig und wird dann in Zeitlupe sich genüsslich zugeführt. Religionsgründung machen wir am Schluss der Runde. Da freue ich mich drauf. Kleiner Lichtstreif am Horizont dann. Vision. Mir ist der heilige Bulle erschienen. Oh, heiliger Bulle. Ich sehe ihn. Wo ist er denn? Ich kann ihn sehen. Er ist ja irgendwo. Wo ist er denn? Da ist er. Mitten zwischen diesen Bergen steht unser großer Prophet. Kopf in den Nacken. Blick empor zum ewigen Eis und dem ewigen Schnee. Auf den Bergkuppen und ganz oben glitzern der Gipfel der Sonnenstrahlen, die in den von Eis überzogenen Bergspitzen glitzern und funkeln, hat er eine Vision und sieht, wie ein riesiger Heiligenschein über dem Berg, über der Bergkuppe auftaucht und er bildet sich ein. Na, er bildet es sich nicht ein. Er sieht es. Es ist eine Vision. Und er sieht, wie der Berggipfel von irgendeiner himmlischen Macht so geformt worden ist, dass er den Kopf eines Bullen bildet. Er sieht den heiligen Bullen. Er sieht den heiligen Bullen entstehen. Er schwebt vor ihm. Der heilige Bulle erscheint ihm. Der heilige Bulle, der heilige Bulle, er ist da. Und dann ist es soweit. Siddhartha Gautama entdeckt nicht den Buddhismus, sondern den Bullismus. Halleluja, heiliger Bulle. So sieht er aus. So ist das Antlitz, das ihm erschienen ist. Funkelnd, gütig, mächtig. Gepriesen sei er. Pantheon haben wir. 6 religiöse Glaubenssätze nur noch zur Auswahl. Ist das wenig? Welche holen wir uns jetzt? Welche hättet ihr gerne? Göttliche Eingebung, alle Weltwunder auf Gottheit bringen, ja, okay, Gottheit ist jetzt irgendwie ein schlechter Scherz, bringen plus 4 Glaubenspunkte, haben wir nichts von, Reliquienschreine. Reliquien bringen dreifache Erträge für Glauben als auch Tourismus. Das könnte interessant sein, weil dabei irgendwas im Zusammenhang mit den Lehrersängern, mit unserem Geheimbund, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich habe aber irgendwo so ein Spickzettelchen, da habe ich mir das, glaube ich, notiert. Guck mal, ob ich das finde. Das ist so eine Spezialeigenschaft unserer Lehresänger des Geheimbundes, den wir angehören. Hier ist es tatsächlich. Die haben eine eigene Einheit, die Lehresänger. Die ist jetzt noch nicht freigeschaltet, aber später mit einem neuen Gouverneurstitel und die heißt Kultist. Und wird mit Glauben gekauft, reduzierte Loyalität in fremden Städten und kann Reliquien erschaffen. Mutmaßlich dadurch, dass man die auflösen kann. Was natürlich irgendwie dann auch schade ist, weil, also Apostel, es gibt ja bestimmte Apostel, wenn man die auflöst, entstehen dabei Reliquien. Aber die werden dadurch halt aufgelöst, in Anführungszeichen, dass sie einen religiösen Kampf, einen Disput verlieren. Was ich immer schade finde, ich gehe fast nie auf Reliquien, weil ich denke immer, will ich mit meinen Apostel irgendwie opfern, warum sollen die sterben? Ich will, dass die große Taten vollbringen und andere Apostel killen und Reliquien entstehen nur, wenn die sterben. Fand ich noch nie so prickelnd. Und warum soll ich einen Kultist sterben lassen? Was haben wir sonst? Arbeitsethik, Nein! Wie cool ist das denn? Der Glauben-Nachbarschaftsbonus unseres heiligen Städtebezirks gewährt Produktion. Wenn wir das jetzt holen, bekommen wir sofort, augenblicklich, in Addis Abeba 5 Produktionspunkte drauf. Da haben wir einen Nachbarschaftsbonus von 5. Wir wollen auch auf ganz viele heilige Städtebezirke setzen. Ich bin total
Jesuitenbildung. Gebäude im Theaterplatzbezirk und im Campus können mit Glauben gekauft werden. Ja, im Augenblick, ja, irgendwann mal. Aber erstmal geht es darum, dass wir überhaupt die nächsten Runden, die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte überleben. Religiöse Gemeinschaft, internationale Handelswege, und die werden wir als Äthiopier viel bauen. Hey, bieten ein Gold für jeden Tempel und jeden Schrein in der Ursprungsstadt. Klingt cool, weil wir werden vor allem internationale Handelswege haben, nicht nationale, weil wir davon als Äthiopier aber dann Bonus haben. Wir werden viele heilige Städte haben, viele Schreine, viele Tempel, aber kurzfristig nicht. Irgendwann mal. Und Gold ist als Ressource bei weitem nicht so wichtig wie Kultur, wie Wissenschaft oder wie Glaube selber. Also das Umrechnungsverhältnis ist vielleicht 1:4 gegenüber Produktion oder über Kultur oder gegenüber Wissenschaft. Also die plus 1 Gold oder plus 2, das ist nicht so viel, wie es wirkt. Wenn man ganz spät im Spiel vielleicht 20 Handelswege hat und in jedem steht ein Gebäude dran, alle Städte komplett ausgebaut oder mehrere von einer Stadt aus, dann wären es 40 Gold in einer Phase, wo man das Gold eh nicht mehr, also es überzeugt mich nicht. Das ist schon prickelnder. Zen-Meditation, eine Annehmlichkeit in Städten mit 2 Spezialbezirken. Arbeitsethik oder Zen-Meditation? Ich bin für Arbeitsethik, was sagt der Chat? Marcel. Hey, Marcel, bist du auch wieder zu hören? Bist du bei uns? Ich bin auch bei euch. Hey, guten Abend. Hallo Marcel. Marcel plädiert für Arbeitsethik. Was ist deine Begründung? Wir werden noch ganz viele heilige Städte bauen und dementsprechend haben wir dann am Ende auch mehr Produktion. Zivischeiche brüllt, Arbeitsethik. Jet to Space, Arbeitsethik. Dragonblade, Arbeitsethik. Alle. Sagt irgendjemand Zen-Meditation? Niemand. Ah gut, ihr müsst nichts mehr schreiben. Alles klar, Arbeitsethik. Sehe ich ja auch so. Noch einer. Wir können es noch einholen. Zweiter religiöser Glaubenssatz. Hier ist die Auswahl ein bisschen größer. Kathedrale, erstmal die Gebäude, die man bauen oder kaufen kann. Kathedrale, Moschee, Stupa, Gurdwara, Pagode, Feuertempel. Und da können wir den Glauben dann investieren. Wenn wir auf Religionssieg gehen, investieren wir den Glauben aber auch für religiöse Einheiten, die den Glauben verbreiten. Das heißt, diese Gebäude sind jetzt nicht, das soll kein Totschlagargument sein, aber eher wichtig für solche Zivilisationen, für solche Religionen, die halt irgendeine sinnvolle Ausgabequelle für ihre Glaubenspunkte suchen und bei der bloßen Verbreitung der Religion keine finden. Also wer wie wir sagt, es ist total wichtig, die Religion zu verbreiten und viele Glaubenspunkte zu haben, um diese Einheit zu kaufen, braucht nicht zwingend irgendwas anderes, wo er Glaubenspunkte reinstecken kann. Weil sich das oft sogar beißt gegenseitig. Eine Religion dagegen, die sagt, hey, ich will gar nicht expandieren, ich will überhaupt nur eine Religion haben und mit meinen Glaubenspunkten dann irgendwas Gescheites anfangen, die braucht eher ein Gebäude. Aber das ist kein Totschlagargument. Was haben, zum Beispiel könnten wir sagen, Missionare und Apostel haben plus eine Verbreitung. Das hilft sofort. Auch in unserem, mit unserer, ne, das hilft augenblicklich. Auch Annehmlichkeiten durch Stupas helfen immens. Wohnraum ist nicht so ganz auf einem Level wie Annehmlichkeit. Außerdem gibt es mittlerweile in Civ 6 viele Möglichkeiten, ab der mittleren Spielphase Wohnraum zu produzieren. Stichwort Wohnviertel, Vororte. Eine Gunst pro Runde, das ist schon spannender. Aber nicht ganz so wichtig. Noch mehr Glauben kann durch Naturkatastrophen. Also wenn, dann würde ich sagen, wenn wir eine von denen machen, dann Stupa oder Moschee. Jetzt gucken wir aber erstmal weiter unten. Laiendienst, mehr Kultur. Das wäre eine Überlegung wert. Eine Kultur durch jede heilige Stätte und jeden Theaterplatzbezirk. Da wir viele heilige Städte bauen, das wäre eine Überlegung. Plus 2 Glauben für jede Stadt mit der Religion, brauchen wir nicht zwingend. Gold, habe ich eben schon begründet. Wissenschaft, Kampfeinheiten, Religion breitet sich schneller aus. Religiöse Einheiten ignorieren schwieriges Gelände. Religiöse Ausbreitung stärker, heilige Orte. Basis, Wissenschaftskultur und Gold und Glaubenserträge bei Städten mit Weltwundern. Missionare und Apostel kosten weniger. Mehr Kultur,
mehr Gesandte, mehr Wissenschaft und Gold. Heilung besser. Ja, religiöse Kolonisation, die nehmen wir. Städte starten mit dieser Religion, wenn sie von einem Spieler gegründet werden, der diese Religion als Mehrheitsreligion hat. Die nehmen wir sofort. Wir sind in der Phase, bevor wir viele... Ich habe noch nicht gepostet, was ihr schreibt. Wir haben noch nicht reingeguckt. Ich erzähl erst mal, wie ich das sehe. Wir sind in einer Phase, wo wir noch nicht viele Städte gegründet haben, das wir vorhaben. Im Augenblick spawnen wir viele Siedler. Wir haben auch viel Platz. Die Karte ist nicht zugebaut. Wir haben im Westen und im Osten jede Menge Platz. Die Städte entstehen dann mit dieser Religion. Müssen kein Missionar mitschicken beispielsweise und die Stadt ist sofort da. Das wäre eine Überlegung wert. Hilft vor allem, also das wäre echt gut, denn sonst müssen wir immer einen mitschicken. Also, das oder der Heilige Orden, das sind die billiger. Oder Moschee, eine Verbreitung, aber die muss man auch erstmal bauen. Das andere hilft sofort. Stupa-Annehmlichkeit. Also ich bin, glaube ich, für religiöse Kolonisation. Mal gucken, was der Chat schreibt. Dragonblade findet das gut. Was wünscht ihr euch? Alle sind super, alle sind irgendwie gut. Chat ist sich nicht einig. Würde dieser WB entscheiden. Also ich! Einmal noch durchgeguckt, bevor wir das abnicken. Kultur könnte man dadurch indirekt boosten, aber ein Kultur ist ein fester Betrag. Wissenschaft, alles mögliche, Wissenschaft durch jeden Campus oder Handelszentrumsdistrikt. Das ist nur bei Weltwundern interessant, ich denke, das machen wir so. Wir gehen auf die Religion, dann haben wir auch sofort, wenn wir eine heilige Stätte gebaut haben, das wird in der Regel der erste Bezirk sein, auch sofort extra Produktion, wenn wir die Stadt halbwegs clever gründen. Dann haben wir sofort den Glaubenssatz vor Ort. Und dann wachsen die Städte auch schneller. Also wenn wir jetzt hier das dazu nehmen, ich klicke es mal an, neue Städte haben, starten mit dem Bullismus und dann bauen wir die heilige Stätte als erster Bezirk. Der ist ja schon baubar, der erste Bezirk, ab dem ersten Bürger in der Stadt. Und wenn wir die heilige Stätte geschickt platzieren, da wo man neben Bergen, und ich habe viele Berge gesehen auf der Karte, dann haben wir sofort einen schönen Nachbarschaftsbonus durch die heilige Stätte und können alles andere schneller bauen und kommen mit den Städten schnell in die Puschen. So stelle ich mir das vor. Das heißt, die Kombination von den beiden gefällt mir sehr gut. Das arbeitet gut zusammen. Ja, ihr seid anscheinend einverstanden. Dann machen wir das so. Nein, ja, jetzt muss ich ja nicht mehr nachdenken. Runes schreibt, der Heilige Bunde sprach zu mir, du sollst die religiöse Kolonisation nehmen. Runes hatte eine Entscheidung. Wer bin ich, dass ich da noch argumentiere? Zwei Zeitalterpunkte. Der Bullismus ist der wahre Weg und der einzige zur Erlösung. Bitte ignoriert alle anderen Religionen. Sehr schön. Zack, da ist er. Klasse. Und das bedeutet aber auch, dass wir jetzt diese Stadt hier erstmal nicht gründen werden, sondern müssen erstmal eine Stadt noch schnell missionieren, nämlich Shoki. Das heißt, wir kaufen jetzt hier einen Missionar, denn wir brauchen eine Mehrheit. Die Stadt muss eine Mehrheitsreligion sein, schaut mal. Wenn Religion Mehrheitsreligion, wenn wir also zwei unserer drei Städte bullistisch haben, dann wird die vierte Stadt, die wir gründen, auch bullistisch sein. Deshalb gehen wir zu Addis Abeba rüber und kaufen in Addis Abeba. In Shoki geht es, glaube ich, nicht. Gründen wir in Addis Abeba, kaufen wir einen Missionar. Ziehen mit ihm dann runter. Der ist billig und geht schnell. Apostel geht eh noch nicht, weil der geht nur dann, wenn man einen Tempel erforscht hat. Und die Tempel haben wir im Moment ab. Die haben wir jetzt gleich.
Da kommt jetzt gleich ein, ich habe was fertig gebaut. Fertig erforscht. Das ist der Boost für die Theologie. Jetzt gehen wir hier oben gucken und stellen fest, das fehlt uns. Ein Zipfelchen fehlt uns zur Theologie. Dieses kleine Zipfelchen hier. Also wir gehen jetzt hier hin und machen das jetzt mal fertig. Ja? Religion gegründet. Und was nicht selbstverständlich ist, Runde 62 und hurra, wir leben noch. Bei dem schlechten Start. Aber wie lange wir noch leben. Bei dieser Herausforderung. Das weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt einen Ass im Ärmel. Den heiligen Bullen.